Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen, aber feinen Tutorial zu GTA 5. Wir haben hier unseren lieben Michael und er hat gerade mal 10 Millionen auf dem Konto. Wer es kennt, ja, wer die Story gespielt hat und sich vorher nicht informiert hat, der weiß, dass es problematisch ist, denn wir können zum Beispiel ja auch jetzt die entsprechenden Immobilien nicht mehr so kaufen, wie man es gern hätte. Man will ja auch was Gutes tun für die Gemeinschaft. Und da gibt es allerdings gewisse... gibt es gewisse Methoden, an Geld ranzukommen. Gewisse Methoden sind auch bereits gefixt. Ich zeige euch jetzt eine Methode, die ich zwar gesehen habe, aber nicht in diesem Stil gesehen habe. Ja? Und wo ich dann selbst sozusagen noch selbst etwas Cooles rausgefunden habe, mehr oder weniger. Und zwar, ihr könnt euch das schon denken, natürlich hat es mit dem Börsenmarkt zu tun, ist klar. Es gibt ja einmal den LCN, Liberty City National Exchange Index, der im Grunde genommen vom Spiel deklariert wird. Ja, alles läuft da über Spiel, da sind auch die entsprechenden Attentäter-Missionen, wo man ja dann entsprechend die Gelder herbekommen würde. Aber wie gesagt, das ist... das habe ich erst, also ich habe es zwar gemacht, aber mir ist erst später sozusagen dann aufgefallen, scheiße, ich habe gar nicht zum Schluss genug Kohle, um mir wirklich alles zu holen. Blöd. Aber so ist das nun mal. Und wir haben den Bavzak, der auch gar keine irgendwie genauere Dings hat, irgendwie, so wie ich das lese. Also kein weiß ich was. Ja, also LCN heißt der Liberty City, bla. Und Bavzak. Und der wird aber hauptsächlich vom Robster Games Social Club bestimmt, also von den Spielern, was für uns dann erstmal uninteressant ist, weil das alles viel zu lange dauert. Also wir gehen wieder zum LCN und gehen auf mein Portfolio. Ich habe momentan nichts. Gehen auf die Märkte, gehen auf Veränderungen und sehen dann hier schon, da geht es ein bisschen hoch, hier geht es ein bisschen runter. Rein technisch ist das aber nicht mal so relevant für dieses, was wir jetzt hier ausprobieren. Man sollte natürlich nicht die schlechteste nehmen, das ist ganz klar. Man sollte auch nicht die beste nehmen. Es sind nämlich normalerweise die entsprechenden ja, Firmen, zumindest hier Richards Majestics ist jetzt so eine, die von der Story irgendwann mal beeinflusst wurden. Man sollte schon gucken, ja, so ein bisschen im mittleren Bereich, welche geht gerade hoch. Wir können auch nochmal gern gucken, wenn wir nochmal hier auf die Hauptseite gehen, da sieht man das Wichtigste sozusagen direkt auf einen Blick und dann sieht man hier, Amerikaner ist exzessiv essen lieber als Training, Pump and Run Kurs fällt. Heißt also, da sollten wir jetzt nicht unbedingt reingehen, zumindest in dieser Runde. Dafür geht die Bean Machine, ja, ist wohl ein bisschen durchwachsen, also der bleibt wohl eher auf der mittleren Stellung, geht immer mal wieder hoch und mal runter, ist also jetzt auch nicht unbedingt eine gute Investition. Und bei Gastroband Axien sollten wir jetzt auch nicht einsteigen. Dann müssen wir uns wohl was eigenes mal raussuchen, mal gucken. Da geht's ziemlich bergauf. Ah, hier geht's wieder runter. Ich sag mal, wie hat der Schöne gesagt, man sollte natürlich am Anfang eines Aufschwungs reingehen, was ja auch, wie gesagt, vollkommen logisch ist eigentlich. Also das zu erwähnen ist eigentlich schon alleine eine Beleidigung des Aktienmarkts. Und wir sehen aber, die gehen alle gerade hoch irgendwie. Na, der ist ein bisschen... Naja, schauen wir mal. Der geht schon wieder runter. Mal gucken, wie sieht es hier aus. Ja. Wir können ja mal gucken, die Bank of Liberty. Ja, wir gehen mal in die Bank of Liberty. Kaufen da jetzt einmal mit der gesamten Kohle
Aktien. Vorher, das mache ich jetzt einfach auch mal, um euch das zu zeigen, zumindest vorher Escape drücken, Einstellungen gehen, speichern und starten und automatische Speichern ausmachen, weil ansonsten habt ihr keinen Zurücksetzpunkt, wenn ihr Pech habt. Und ihr den automatischen Spielstand nur lädt und speichert. So, also wieder rein. Blub, blub, blub. Wo ist er denn da? Und nochmal alles. Alles! Alles! Ich will alles! So, kaufen, bestätigen. Und jetzt kommt der ganze Clou an der ganzen Sache. Wir gehen im Grunde genommen schlafen. Drücken dann Escape oder die rechte Maustaste. Das Spiel wird wie in jedem GTA die Zeit nach vorne gesetzt, seine 6 bis 8 Stunden. Dann gucken wir in den Exchange-Markt und wir sehen, wir haben gerade 311.000 verloren. Mal gucken. Wir gehen nochmal rein. Ich habe jetzt auch ein bisschen gegen den Markt gewettert. Mal gucken, ob das sich auszahlt. Ansonsten zeige ich es euch im Negativen. Ihr müsst es halt dann nur im Positiven machen. 296, wir kommen wieder ein bisschen hoch. Ihr solltet natürlich nicht so wie ich jetzt gerade vergessen, auch mal auf euer Aktienkurs zu gucken, weil der kann sich jedes Mal ändern. Er kann aber auch mal stehen bleiben, besonders dann, wenn es halt nachts ist und keine entsprechenden Bewegungen stattfinden. Ah ja, geht aber wieder hoch. Habe ich jetzt nicht viel verpasst. Je nachdem, wie die Kurve ist, müsst ihr halt auch mal länger, sag ich mal, dieses Spiel durchgehen. Von wegen schlafen legen und nachgucken, ob sich was gemehrt hat. Aber ich sehe schon, ich habe da doch die schlechte Achse getroffen. Aber ich zeige euch gleich, wie wir es vielleicht retten können. Ja, ich habe die schlechte Achse. Gut, dann zeige ich es euch halt jetzt im Negativen. Und zwar geht ihr, wenn ihr natürlich immer mehr habt, also im Grunde genommen jedes Mal, wenn sich dieser Wert, der jetzt bei mir im Minus ist, momentan, wenn sich dieser im Plus befindet, dann speichert ihr im Grunde genommen schnell ab. Ändert sich dieser Wert wieder ins Plus, also ihr bekommt mehr Gewinn raus, speichert ihr wieder schnell ab. Und so weiter und so fort. Also jedes Mal, wenn der Wert sich nach oben korrigiert, speichert ihr schnell ab. Heißt also einmal das Handy geschickt, Schnellspeichern ausgewählt, einen neuen Spielstand angelegt, einmal Ja gedrückt und wir haben einen neuen Spielstand. Wenn wir uns jetzt schlafen legen, dann können wir gucken. Wir hatten jetzt minus 500.000 irgendwas. So, speichern wollen wir nicht. Raus. Mal gucken, wie viel es sich jetzt nach unten korrigiert hat. 695. Wie gesagt, ich zeige es euch jetzt im Negativen und ihr müsst es nur ins Positive transportieren. Also, wir haben 695.000. Also, wir haben sozusagen uns nach oben korrigiert, speichern schnell ab auf den gleichen Spielstand wie eben gerade und wieder schlafen gehen. Wie gesagt, natürlich, wenn ihr seht, dass die Aktie nach unten geht, dann ladet ihr im Grunde genommen den vorigen Spielstand und fangt wieder von vorne an. Nicht so wie ich, aber ich will euch das ja auch nur zeigen jetzt. So, jetzt momentan stagniert die. Machen wir nochmal einmal. Gucken. Heißt also im Grunde genommen bei mir jetzt im umgekehrten Fall, wenn ich jetzt Gewinne fahren würde, also wieder nach oben gehe, würde ich jetzt eine andere Sache machen. Aber mal gucken. Also nicht abspeichern zumindest.
Aber wir haben hier, wir verlieren hier richtig Geld. So muss das sein. So, einmal schnell abspeichern. Und nochmal schlafen legen. Ihr kennt das Prozedere. So, mal gucken, wie sieht's aus? Ah, komm. Das geht weiter. Das geht weiter. Wie gesagt, bei jeder kleinsten Veränderung direkt abspeichern beim Schnellspeichern. Schlafen legen. Und wieder aufstehen. Ja, komm, wir werden richtig, wir werden bitter, bitter böse arm. Aber so habe ich euch gleich ein Negativbeispiel gezeigt, wie man es nicht macht. So, der stagniert. So, und jetzt gehen wir wieder nach oben. Ihr seht, ja, wir haben wieder ein bisschen Plus gemacht. Was aber natürlich in diesem Fall scheiße ist. Aber wie gesagt, wenn ihr immer Plus macht, dann ist super. Jetzt anders transportiert. Also ihr seht, die Kurve geht wieder nach oben. Rein technisch bei euch dann die Kurve geht wieder nach unten. Gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr guckt, ob die Kurve weiter in die gegenteilige Richtung geht. Das mache ich jetzt mal einfach zwei, dreimal. Und wenn dies der Fall ist, schauen wir mal. Ja, wir machen wieder Plus. Das ist natürlich schlecht für unser Beispiel momentan. Wir wollen ja richtig verlieren. Im Grunde genommen, wenn diese Kurve weiterhin in die gegenteilige Richtung geht, laden wir im Grunde genommen einmal das Spiel. Und zwar da, wo wir als letztes sozusagen unseren letztbesten Stand der Achse abgespeichert haben. Es dauert dann einen kurzen Moment. Ihr kennt das ja. So, und jetzt kommt nämlich der ganze Clou der ganzen Sache. Wenn ich nämlich jetzt gucke, haben wir 1.225.000 Minus. Wir sind aber auf dem höchsten Punkt. Wir sind nicht mehr am niedrigsten Punkt in der Chart. Wir sind am höchsten Punkt. Heißt also wieder sehr viel Potenzial, um noch mehr Geld zu verlieren. Ja? Beziehungsweise andersrum, um noch mehr Geld zu gewinnen. Also, wir gehen jetzt hier raus, gehen wieder rein, weil sonst kommt das eh nicht. Und dann geht's los. Ich glaube, da wird gerade ein LAN angegriffen von mir. Wir haben eine Schießerei in der Bar. Können Sie uns helfen? Ich würde nur ungern die Polizei belästigen. Ja, nicht jetzt. Ich zeige gerade was. So, wir haben wieder Minus gemacht. Wieder gleiches wie immer. Einmal das Handy rausgeholt. Auf dem gleichen Spielstand wie vorher, wo die Aktie sozusagen gekauft wurde. Einmal und wieder hinlegen. Und so ist das Spiel im Grunde genommen immer. Es gibt irgendwann gibt es so ein Maximum nach drei, vier Mal Neuladen, wenn es denn halt nicht mehr hochgeht, hat das Spiel scheinbar auch so eine gewisse Grenze für die entsprechende Aktie, wie weit sie denn hochgeht. Aber damit kann man gut Kohle machen, weil man so eigentlich immer nach oben kommt, erstmal die fünf, sechs Mal Laden. Oh, wir schauen auf unser Handy. Und sehen, wir stagnieren momentan ein bisschen. Aber ich gehe mal davon aus, die entsprechende, ja,
die entsprechende Logik dahinter sollte jetzt jedem irgendwie in irgendeiner Art und Weise klar sein. Ich zeige euch jetzt nur noch mal ein Positivbeispiel. Nicht, dass ihr denkt, ich erzähle hier nur Müll, hier 137. Also ihr seht, was ich meine. Ja? Also im Grunde genommen fängt die Chart immer entweder in der Mitte an oder am niedrigsten Punkt, wenn ihr den besten Punkt vorher erreicht habt, der möglich war im vorigen Spielstand mehr oder weniger. Das ist eine sehr nette Information gewesen, die ich herausgefunden habe. Ich weiß nicht, ob es schon irgendjemand anders irgendwie gepostet oder ein Video drüber gemacht hat, keine Ahnung. Ich habe nur ein Video gesehen, wie derjenige sich halt hier über die Chart und dann geguckt hat, ja, hier und dann aber im selben Spiel sozusagen das wieder verkauft hat, ohne zu speichern. Und irgendwann habe mir gedacht, ja, warum soll ich nicht den besten Wert speichern und dann im Nachhinein, falls ich den verkackt habe, nochmal den besten Wert zu holen. Im Grunde genommen war das die Prämisse dabei, weil ich speichere einfach den besten Wert immer ab und wenn es dann runtergeht, habe ich ja immer noch den besten Wert abgespeichert. Aber als ich dann den Spielstand geladen habe, habe ich halt nicht schlecht gestaut, als es wieder unten angefangen ist, aber mit dem besten Wert, den ich als letztes abgespeichert habe, beziehungsweise in der Nähe. Manchmal, wie man auch bei dem Speicherstand jetzt gerade gesehen hat, wir hatten ja irgendwann mit 1.117.000 abgespeichert und wir haben dann auf einmal 1.122.000 minus gehabt. Es ist immer so eine kleine Differenz, aber die bewegt sich immer in dem ungefähren Rahmen, wo es vorher abgespeichert war. So, und jetzt zeige ich euch nochmal ein Positivbeispiel. Wie gesagt, wir haben 10 Millionen, Michael hat 10 Millionen bei mir auf dem Spielstand gehabt. Und ich habe das alles in die Bean Machine gepackt. Und ihr seht ja, ich werde gleich nochmal das Ladenmenü aufmachen. Dazwischen sind ungefähr 40 Minuten vergangen. Und das Resultat kann man, glaube ich, als sehr erfolgreich ansehen. Also wenn ich hier nochmal auf Spielan gehe, dann sieht man, das ist hier der Spielstand, der sozusagen clean ist. Das ist der letzte Spielstand, den ich vorher gespeichert habe. Entschuldigung. Und das ist sozusagen der letzte Speicherstand mit dem bestmöglichen Wert, den ich zu diesem Zeitpunkt hatte. Also 40 Minuten ungefähr, nicht ganz. 30 Minuten sogar nur. Und wir gucken jetzt mal rein in meine Aktien. Ja. So, schauen wir mal mein Portfolio und wir haben 5 Millionen gut gemacht. Heißt also, im Grunde genommen 15 Millionen, also 5 Millionen Gewinn innerhalb von 30 Minuten. Und je nachdem, ihr verkauft die Aktien ja irgendwann wieder. Heißt also, ihr habt dann statt 10 Millionen, das ihr einsetzen könnt in Aktien, 15 Millionen, das ihr einsetzen könnt in Aktien. Heißt also, irgendwann haben wir 10 Millionen Gewinn, das wir haben. Also haben wir dann irgendwann 25 Millionen in Aktien, die wir einsetzen können. Das heißt dann irgendwann, dass wir 20 Millionen Aktiengewinn machen können und so weiter und so fort. Das ist sozusagen im Grunde genommen eine exponentielle Steigerung. Also kann man relativ zügig, wenn man denn ein bisschen Zeit hat, an einem verregneten Herbst, Tag, ist sowieso kalt draußen, da hat man ja keine Lust, ne? Dann kann man da ein bisschen mit den Aktien spielen und kann innerhalb relativ kurzer Zeit relativ gut Geld machen und sich auch den Golfclub leisten. Also, ich wünsche viel Spaß. Ich mache jetzt erstmal noch ein bisschen weiter, ein bisschen Geld waschen und dann schauen wir mal, was so kommt. Also, ich danke fürs Zuschauen und bis dahin, Arrivederci und tschö mit Ö. Und viel Spaß beim selber ausprobieren. Und nicht den Minusbetrag nehmt ihr echt schlecht.